Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, Leute. Servus, Blank spielt für euch eine Runde Terminakarte. So, ein paar Sachen, aber das erste zuerst. Ihr habt mich gebeten, eine Charakter-Review zu machen. Und habt mich in den Kommentaren daran erinnert, dass ich sie eigentlich so um Folge 400 ansiedeln wollte. Verzeihung. Okay, machen wir alles ganz ohne Probleme. Ich gehe erst die Level durch und, aber ihr müsst wissen, wie gesagt, ich habe viel gegrindet und ich habe auch Rubine in die Level investiert mit dem Glitch, weil das hatten wir ja über die Kommentare sowieso ausgemacht. Also die Playzeit von rund 400 Stunden stimmt jetzt also nicht mehr ganz. Nicht für den Fortschritt, den ich gerade erzielt habe. Aber hier erstmal die Level komplett durch. Sagen wir, nicht am Anfang, im Early Game der Terminakarte. Und momentan kommen wir eigentlich ganz gut klar. So, auf den Fortschritt in der Medaillenschmiede allerdings, finde ich, könnten wir ein wenig stolz sein. Oh, hallo! Stimmt, wir haben gar noch Mähne bekommen. Werde ich für den kleinen Link aufheben. Machen wir Moment. Ne? So. Spezialangriffsleiste füllt sich sehr viel schneller. Das hat uns nämlich in unserer Awesome-Strategie Shiat into Mana Gedönse ziemlich gefehlt, wenn ihr mich fragt. Okay. Sweet. Okay, also wenn wir das gerade vom Tisch haben. Nochmal. Ach, geh, hör auf zu leuchten da jetzt. So. Okay, Link fast ausgeskillt. Da fehlt noch eine Flasche. Wieder mit Ganons Mähne. Natürlich mit Ganons Mähne. Ich hasse dieses Item. Impa ausgeskillt, Sheik ausgeskillt, Lana ebenfalls fertig, genau wie Zelda, Ganon ist zufrieden, bei Darunia fehlt noch ein bisschen Defense. Ruto ist durch, genauso wie Agneta, genauso wie Midna, bei Zanto fehlt ebenfalls ein wenig Defense. Fei könnten wir doch ein wenig dazu holen, oder? Moblin-Schwarten sind ja so lecker. Girahim die gleiche Kacke, genau wie, ja, sogar noch ein bisschen mehr als Fei. Sia sieht auch gut aus. Dieser Herr hier könnte ein wenig Zeug gebrauchen, nachdem wir Eralfors Leder bekommen haben. Zeldas Broschen waren, glaube ich, auch relativ knapp eine Zeit lang. Ja, ansonsten mit Agoroks Stein können wir ja sowieso um uns schmeißen. Nice! Pyroma so gut. Pyroma ist durch. Well, holy shit. Die normal große Midna. König Dodongos Kristall, aber ansonsten. Komplett. Und den Mini-Link hatten wir ja gerade schon. Und von Tengel will ich gar nicht erst anfangen. Das ging schnell. Okay. Hätte ich mich ja gar nicht so lange vordrücken müssen. Nein, ohne Scheiß. Ich hab's einfach vergessen. Tut mir echt leid. So. Und da wir ja jetzt noch ein wenig Zeit unterm Arsch haben, werde ich, nein, nicht die Online-Links tun, machen, so, sondern ich werde Eispfeile besorgen. Armee der Hühner, ja, das klingt ja schon mal wieder geil. Na, here we go. Wir spielen sehr viel mit Girahim in letzter Zeit und, ich habe ja gerade schon die Medaillenschmiede gecheckt. Und weil ich überhaupt nicht weiß, was uns da erwartet, könnte ich ja ganz einfach mal wieder unser super schönes Schwert... Ohne Scheiß, wozu habe ich die Waffen sonst gemacht? Weil Terminakarte Late Game und voll auf Fresse. So. Der Verkaufspreis einer Waffe richtet sich nach den Fähigkeiten, die sie besitzt. Verkaufe Waffen und... Wichtig dabei ist, die Fähigkeiten müssen freigeschaltet sein. So. Okay, Status. Besiege Zelda, Lana, Fleet oder dein Hauptquartier fällt. Hauptquartier allerdings relativ gut eingebunkert. Schön.
Haben wir schon ein Hühnchen? Nein, wir haben noch kein Hühnchen. Die Gegner haben auch kein Hühnchen. Wir werden uns überraschen lassen müssen. Los geht's! Und wir spielen immer noch in den Halbnackten. Jungs, das ist mein Hauptquartier, was ihr da angreift. Was? Was war das? Die große Armee wurde durch Magie gestärkt. Der Feind kann durch Besiegen der Magiesoldaten geschwächt werden. Die Magiesoldaten müssen besiegt werden. Okay. Jungs, alle beide. Ah, ah. Kommt mal her. Na toll, meine Minions haben den da rausgebrochen. Scheiße. Okay, wir müssen diesen Magiesoldaten platthauen. Ansonsten sind wir, glaube ich, ein wenig im Arsch. Der Magiesoldat scheint jetzt nicht so viel HP zu haben. Gut. Jungs, nicht hauen. Komm schon. Ah, ey. Kann ich den Festungskommandanten bitte mit erwischen? Danke. Beide nicht tot. Toll. Okay, next target. Shit. Ab sofort gehört diese Festung. Ja, hoffentlich gehört sie dir noch ein wenig länger, Kollege. Denn die Jungs rücken da gerade fast durch. Obwohl, ich glaube, die umgehen die sogar. Okay, wir sollten diese Magiesoldaten sehr schnell umbringen, ja? So. Ich hasse es, dass er so verwundbar ist, wenn er diese behinderten Viecher beschwört. Dann halt die altmodische Variante. Jungs, nein. Gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Darf ich mal... Was haben wir denn da Schönes? So, zumindest scheinen die Hühner auf meiner Seite zu sein. Das heißt, ich darf einfach mal keep on riding und Sachen killen, damit möglichst viele Hühner spawnen. Wenn jetzt gleich noch so Küken und Glucke auftauchen und mir noch ein bisschen... Also, wenn die Hühner in meinem Rücken sind, dann finde ich das eigentlich ganz cool so. So... die Jungs da haben sich aufgeteilt, okay. Why not? Habe ich gar keinen Stress mit. Ich mache das jetzt direkt. Ich habe keinen Bock, dass die wieder hier rumzicken. Wie viel Damage habe ich eigentlich? 2,9. Okay, geht. Rotz mir das doch nicht jedes Mal ins Gesicht! Warum ist... Heute so verwundbar, der Idiot. Schon wieder einen gekriegt. Na komm schon. So, was bringt mir das jetzt mit den scheiß Magiesoldaten? Besiege die geschwächten Einheiten. Bessere Hühner, na. Ach, rücken die auf mich zu? Die rücken gar nicht auf mein Hauptquartier, die rücken zu mir?
Okay. Kann das sein? In dem Fall wäre das sehr praktisch. Denn dann nehme ich die jetzt gleich. Ich nehme die einfach mit. Ich probiere das jetzt. Ich renne mal an denen vorbei. Die stehen auf mich, oder? Dann kann ich die jetzt nämlich die ganze Zeit hier rumführen. Das wäre cool. Wenn die mein Hauptquartier nicht affektieren. Ich kann aber auch einfach einmal ausrasten. Schon. Ganz schlecht soweit. Komm schon, nimm paar. Gut, der Cancel kommt dabei schon ziemlich gut. Nett! Sehr nett! Wir jetzt hier noch schon in die Mitte. Unsere Kills sehen gut aus. Das hätten wir doch problemlos noch in die letzten Folgen reinhängen können. Na, ist okay. Hast du Lust? Komm her. So, okay. Wenn wir das alles gerade so wunderbar handeln können. Ich habe nämlich zwischen den letzten Part und jenem hier in einer mittleren Krise gesteckt. Da ich mich ja jetzt momentan sehr daran gewöhnt habe, die Facecam laufen zu lassen. Ich habe zwar, als ich sie damals introduced habe, schon, jetzt sage ich schon damals, habe ich gesagt, okay, klar, wenn ich salonfertig bin, dann habe ich Bock, die Facecam zu machen und ab und zu vielleicht mal nicht und so. Ich habe mich da so dran gewöhnt und ich finde das irgendwie auch ein bisschen persönlicher und es funktioniert ja alles super toll. Ja, das ist dann nur ziemlich doof, das klingt wahrscheinlich sehr doof, aber wenn ich kein Gel habe, um mir meine Frisur zu machen und aussehe wie so ein begossener Pudel, ich weiß nicht, also zumindest fühle ich mich da nicht wohl. Schreibt das von mir aus auf meine Let's Player angerechnete Eitelkeit, aber das war cool. Ja, zumindest hatte ich kein Gel, was nicht daran gelegen hat, dass ich einfach keins gekauft habe, sondern dass meins nicht mehr produziert wird und meine Vorräte daran irgendwie, naja, zur Neige gegangen sind. Fun Story although. Ich suche momentan also eine neue Gelmarke. So bescheuert das klingt, glaube ich. Ich denke, es klingt bescheuert. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht momentan überhaupt nicht. Das war dieses, hey, geh einfach mal der Werbung hinterher. Mal gucken, ob sie dich diesmal nicht hinters Licht führt. Und kauf doch einfach diesen behinderten Superkleber von Gottobi, der ja sich selbst als stärkstes Gel ever deklariert. Hat sich angefühlt wie Wasser. Riecht wie Wasser, das ich aus dem Kaktus gesaugt habe. Also riecht nicht schlecht, aber halt. So gar nicht. Wie sieht unser Damage aus? 4-1. Oh, scheiße. Okay. Ich sollte vielleicht ins Hauptquartier der Gegner gehen. Unser Herzteil haben wir schließlich gekriegt. Und sollte gucken, dass ich Zelda Damageless besiege. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Töpfchen? Irgendwo? Okay, cool. Kassier bitte Damage von meiner Verwandlung. Jetzt kassier meinen Kunai des Darkness, Shadow of Everything. Nein. Ach, scheiße.
Okay, okay. Das wird hart. Mit dem... Komm schon. Stirb bitte! Stirb! Und könnte diese Flüge bitte von meinem Knie runtergehen? Okay. Komm. Ja! Sweet. Sehr sweet. Okay. Okay. What the hell geht mit diesen Hühnchen? 15 Minuten Part. Hätte ich mit leichter Überlänge wirklich in einen der letzten Parts reinquetschen können, also... Aber das weiß man ja vorher leider nicht. So. Okay. So. Also, wenn ihr meinem Leiden ein Ende setzen wollt, ich glaube, also für die Webcam funktioniert das so, aber wenn ich, da einmal kurz vor der Tür mit rumspringe... Was?! Wieso? Erlittener Schaden unter... Boah. Okay. Fickt euch. Das, ey. So haben wir nicht gespielt. Also anscheinend schon, aber das ist doch Kacke. Das ist richtig Kacke. Ich bin verwirrt. Ab und zu darf ich mehr als 4-2 kriegen und ab und zu, ne? Und natürlich muss ich... sollte ich immer so spielen, dass ich möglichst wenig Damage kriege. Das haben wir schon vor 200 Parts gelernt, aber das war jetzt gemein. Ich habe mich auf den Goldrang gefreut. Fuck. Actually, fuck. Okay. Ich sehe schon, die Karte wird sehr, sehr viel mieser, als ich dachte. Und nur Schrott bekommen wir. Nur Mist. Sehr, sehr viel nur Mist. Wenigstens das. Aber, wow. Okay, wenigstens haben wir ein wenig Zeug bekommen. Wir sehen als erster 700 Feinde. Rubinwettstreit. Stufe 6 sogar. Maskenquiz. Masken. Klingt cool. Warte, wir kriegen das noch hin. Nee, shit. So schnell ich auch sein kann, ich glaube nicht, dass ich es in dieser Zeit schaffe, wenn wir jetzt schon fast 19 Minuten drauf haben. Gut, Leute, okay. Charakter-Review, sinnlose Anekdoten, Eispfeile, leider kein Goldrang bei diesem Scheiß. Wir können ja demnächst mal Itembomben grinden, Itemkarten, ein bisschen bla, Zeugs, rette die verbindenden Einheiten. Da gibt es einiges, was wir machen könnten, sollten, müssten, hätten, dürften, könnten. Und dieses Zeitlimit, ich glaube, ich muss dieses Zeitlimit ignorieren lernen. Einfach nur, damit ich... Ja, ansonsten wären die Eulenstatuen ja auch irgendwie sinnlos. Und dann muss ich mich mit den paar Missionen halt irgendwie hier durchspeedrunnen jedes Mal. Ich glaube, anders kommen wir nicht großartig effektiv weiter. Okay, Leute. So, liken, abonnieren, kommentieren, ob die Folge jetzt sinnvoll zu teilen ist, weiß ich nicht, aber entscheidet ihr das. Abgesehen davon gibt's uns auf Facebook und Twitter. Guckt euch ansonsten noch die anderen Projekte auf unserem Kanal an. Ich habe letztens Metroid Prime 3 endlich fertig bekommen, damit haben wir die Trilogy komplett zu 100%. Korinator und Malek geben sich ja schließlich auch ständig Mühe, also wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Blink out.